Hallo, liebe Freunde des gemütlichen Minenwerkelns. Hier ist wieder eure freundliche Fremdsprachenlehrerin mit dem Plan, dieses kleine Häuschen, was ich mir hier eingerichtet habe, auszubauen und mit dem da drüben zu verbinden. Die stehen so schön in der Flucht. Da kann man hier die Mittelwände einfach mal rausreißen. Würde ich mal sagen. Ja, schade um die Scheibe. Aber das musste jetzt mal sein. Und ich glaube, die Außenwände hier in die Richtung. Ich habe mir, glaube ich, hier, ja, da hinten. Bis dahin würde ich es gerne bauen. Da muss ich dann hier noch ein bisschen mehr Terraform. Ihr seht schon, ich habe doch ein bisschen Terraforming betrieben hier. Ach ja, und hier hinten, das kennt ihr ja auch noch gar nicht. Ich habe bemerkt, beim Zubauen dieser Schlucht, dass das etwas ganz Gefährliches ist, wenn man dann nicht mehr weiß, dass die da drunter ist. Also habe ich mir mal so ein Fenster gemacht, um da reinzugucken. Und da, seht ihr, habe ich auch Erde abgebaut, die ich da beim Terraforming gut gebrauchen konnte. Aber das spawnt ziemlich viel Gemüse. Also jetzt nicht Gemüse, sondern so Monstergemüse. Und ja, Monstergemüse ist ein bisschen schlecht verträglich. Deshalb habe ich mich da dann nicht so lange aufgehalten, denn ihr wollt ja sicherlich sehen, wie ich da von den Monstern zerrissen werde. Also habe ich mir nur ein bisschen Erde geholt und das war's dann. So, okay. Ja, die Frage ist, ob ich es auch noch ein bisschen erhöhen will, denn das ist ja auch recht niedrig. Wenn ich hier ein Zweierfenster rein, ja, jetzt mache ich noch einen höher. Also, das kommt auch raus. Ja, so ist das bei mir. Da kann man schön abreißen. Wie sagte mein Vater immer, baue auf und reiße nieder, hast du Arbeit immer wieder. Das passt hier auch gut. Gut, dann habe ich hier noch was abzureißen. Und okay, das sollte dann schon mal die Vorbereitung gewesen sein. War hier keine Tür drin? Ach so, habe ich hier auch eine Tür reingebaut? Oder war die drin? Egal. Nicht immer so viel rumwundern. Einfach mal Konzentration und erstmal vergewissern, ob die Aufnahme läuft. Das wäre jetzt ein bisschen doof, aber sie scheint zu laufen. Und klar, reiße ich dann gleich noch meine Kiste hier mit ab, oder wie? Ach nee, die wird ja jetzt nicht runterfallen, nur weil ich die Wand wegnehme. In Minecraft ist ja eine komische Physik. Da hängen die Gegenstände ja in der Luft. Da ist so ein Fußboden. Hier habe ich so einen Fußboden. Das ist ganz schöne Verschwendung für einen Fußboden. Ohlala. Naja, das kann ich ja später noch klären. Oh, wie komme ich da jetzt vom Bett aus? Ich finde es lustig, dass das Bett jetzt so ein bisschen nachwippt. Ja, es ist, das sind so die Sachen, die ich lustig finde. Interessiert eh keinen. Ja, ich habe ja schon mal des Öfteren hier erwähnt, dass ich hier Sachen mache, die eigentlich gar nicht meinem Qualitätsanspruch genügen von Sachen Video, aber mir wurde gesagt, dass ich nicht mit allem so perfektionistisch sein soll und doch auch mal was stehen lassen soll, was vielleicht jetzt nicht meinen Ansprüchen genügt. Und das tue ich quasi hier mit dieser Serie. Das hat also nichts damit zu tun, dass ihr jetzt nicht gucken sollt. Nee, oder? Sondern einfach, dass ich mit mir selbst klarkommen muss hier. Ich kann schließlich nicht in allem perfekt sein. Und womöglich guckt ihr auch viel lieber zu, wenn ich nicht so perfekt bin und Fehler mache und mich völlig doof anstelle und gar nicht so genau weiß, was ich überhaupt tue. Weil ich kann mir vorstellen, dass Schüler gerne ihren Lehrern dabei zugucken, wie die Bockmist machen, um nicht das Gefühl zu haben, so völlig nutzlos zu sein. Schließlich müssen sie sich den ganzen Tag anhören von den Lehrern. Wieso kannst du das nicht?
Obwohl ich das gerne vermeide. Lasse ich die Türen einfach außen und mache dann hier so eine Art. Ja, man muss ja nicht immer die Tür in der Mitte haben, oder? Ich lasse die Türen einfach so außen stehen. Ja, dann könnte ja hier noch ein schönes großes Fenster rein. Ich weiß gar nicht, wie viel Dinger das hier sind. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Das ist ja ein bisschen. Also von der Tür. 1, 2, 3. 2, 3. Und da ein Fenster, ein Dreierfenster. Gefällt mir das? Kann ich vom Bett aus hier hochspringen? Nö. Na doof. Ich gucke später, ob es mir gefällt. Ich baue jetzt erstmal. Und habe natürlich jetzt den Faden verloren. Und zwei hoch, oder? Drei lang, zwei hoch. Sieht das aus? Jo. Kann man durchaus machen, oder? Tür, Fenster. Also hier wird das Fenster ja vergrößert, wie gesagt. Ich mag die gerne so, dass ich dann hier stehen kann und rausgucken. Glas kommt natürlich noch rein. Und demzufolge kommt das hier genauso. Obwohl, will ich das symmetrisch haben alles? Ach, von hier kann ich hochspringen. Sehr schön. Ich meine, wie symmetrisch will ich das haben? Ja, das kläre ich auch dann mal mit mir ein bisschen später. An Akazien ist ja hier eigentlich auch kein Mangel. Also, warum nicht so ein Akazienfußboden? Wenn wir schon die Wände mit diesem Zeug haben, dann kann man doch gerne den Fußboden hier einfach mal so weitermachen. Ich finde das immer ein bisschen Verschwendung. Aber es wächst ja alles nach. Ist ja Holz. Ach ja, ich habe nämlich gerade eben was anderes noch für euch aufgenommen. Bin nicht so weit weg vom Mikro eigentlich. Schön, die Kartoffeln sind gewachsen. Was machst denn du da? Nein, hier. Glas habe ich, aber keine Scheiben. Naja, dann muss ich mir halt Scheiben bauen. Eine meiner leichtesten Übungen. Ach so, lasse ich es. Ja, na gut. War weißes Glas drin, dann lasse ich es mal auch weiß. Muss ja hier nicht schon am Anfang mit den Farben nur so um mich schmeißen. So, damit ihr mal seht, wie ich das meine. Also eigentlich, damit ich mal sehe, wie es aussieht. Habe ich noch eine Akazientür. Ich habe die nicht selbst gebaut. Okay, wenn ich sie jetzt baue, dann habe ich gleich drei, denke ich mal. Ja. Naja, gut. Ist die denn auch so? Mach doch mal die Türe zu. Ja, die schließt auch hier ab. Das wird jetzt natürlich ein bisschen herausfordernd hier. Dann habe ich ja den Weg überdacht. Da kommt noch eins drauf. Wo bin ich denn jetzt dran? Ja, vielleicht baue ich da auch mehrere Etagen drauf. Wer weiß das schon so genau. So. Hier weitermachen. Ach, dann muss ich hier recht. Oder ob man so ein Haus einfach in aber es ist auch ein bisschen doof. Wisst ihr, was ich meine? Dass ich jetzt also quasi hier eine Treppe hinmache und dann so ein Halbhut. Ich bin schon wieder so weit weg vom Mikrofon. Nee, aber ich rede laut genug, sehe ich gerade. Wenn ich so nicht dran gehe, dann geht es ja in den roten Bereich. Nee, schon gut. Alles gut, alles gut. Und hoch. Falsche Taste. 1, 2, 3. Und hier Säule. Und unten geht es ja sowieso so weiter. Hier sieht man es ja dann nicht. Wo ist denn jetzt mein Holz? Die olle Tür hier weg. Ich baue jetzt erstmal, als würde man es nicht sehen. Aber so viel Fenster muss man ja auch nicht haben, oder? Wie viel Fenster braucht so ein Haus? Es wird dunkel, Leute.
Der steht hier noch rum. Guck mal, die Sonne geht unter. Okay, wo gehst denn du hin? Da ist doch gar kein Haus. Ach, immer diese Dorfbewohner. Die sind aber auch manchmal lästig, ja? Also, nur mal so. Ja, Leute, ich habe ja ein Bett. Ist der Mond schon aufgegangen? Das täuscht nämlich mit der Sonne. Ah, jetzt rennen die weg. Oh, der ist reingegangen. Der denkt, hier ist ein Haus. Ja, bist im Haus, wa? Cool. Ja. Das ist aber jetzt eigentlich gar kein richtiges Haus mehr. Ist nur noch so ein. Naja. Was auch immer die Mechanik ihnen da sagt. Naja, ich kann ja mal lassen hier. So, als würde ich hier wieder ein Fenster hinbauen wollen. So ein kleines. Und dann wäre hier wieder die Säule. Und dann wäre hier wieder ein Fenster. Und dann wäre ja die nächste. Ist das ja ein zu weit hier? Okay. Hab mich geirrt. Einer zu weit. Okay, dann wäre hier also Ende im Gelände. Ja, sieht jetzt ein bisschen komisch aus, ihr seht ja selber, was hier passiert ist. Naja. Also ist der hier auch einverkehrt und muss dahin. So. Jo. Ja, die Frage ist jetzt nur, Terraform oder nicht? Also außen? Ja, na, wenn ich terraforme, dann überall. Natürlich könnte man dann hier sagen, das ist jetzt eine andere Etage. Und so tun, als wäre jetzt hier noch dieser Säulenblock drunter, als wäre das Haus soweit. Und von innen wäre dann der Fußboden auf. Moment. Also. Hier ist der Fußboden. Wo ist denn meine Schaufel? Ach, ich habe ja nur ein paar Schaufeln hier. Sieht man noch die Reste vom Terraform. Ja, geh mal weg hier. Ich will hier Fußboden reinkloppen. Geh woanders hin. Hier ist Baustelle. So, hier ist egal. Ja, da kommt wieder der Sparfuchs bei mir durch. Geh doch mal weg hier. Steht aber auch im Weg rum. Geh mal raus hier. Und du stehst doch noch so blöd, dann stell dich wenigstens in eine Ecke. Kann man da noch einen hinsetzen? So, nun komm mal raus da. Du kannst da nicht wohnen. So. Dann ist der Fußboden also hier. Dann wäre quasi hier die Treppe. Rennst mir voll in den Schlag. Und dann wunderst du dich, dass es weh tut. Naja, hab mich nicht getroffen. So, hier kommen Treppenstufen hin. Ah, Mist. Da müssen wir hier trotzdem noch einen Balken einziehen. Ist doch nicht so, dass ich nicht noch ein paar Akazien hätte. Treppenstufen aus Akazie? Ja, na sicher, wa? Was sonst? Haben wir was anderes? Wie viel gibt's denn hier? 2 mal 4 sind 8. Reichen 8. I have no idea. Oder ich mache nur so ein bisschen Treppe und eine Wand hier dazwischen. Wie würdet ihr denn das finden? Muss ja nicht über die ganze Breite die Treppe gehen. Dann würde man hier vielleicht die Wand weiterziehen. Ah ja, cool. Das habe ich natürlich wieder nicht mehr. So, also gehen wir mal davon aus, dass wir hier jetzt eine Wand bauen. So. Hier kommt eine Wand hin.
Sage ich ganz schön oft, hä? Sag ich oft und hör. Ich muss mich mal anhören. Geh mal dahin. Ja, guckst du immer noch zu hier? Weiß auch nicht, die Dorfbewohner, die... Oh, jetzt wohnen die alle hier bei mir. Ist mein Haus. So, dann ist hier also quasi Treppenaufgang, eine Etage höher. Dann ist dieser Raum, nennen wir ihn mal Wohnraum. Oh, hier habe ich irgendwo ein Loch gelassen. Ein bisschen abgetrennt von dem auf halber Höhe. Da könnte ich ja noch einen höher gehen. Also sagen wir mal, der zweite Bereich wäre dann vielleicht auf dieser Höhe. Dass jetzt hier also der Fußboden wäre. Und hier ist wieder Wand. So. Versteht da, was ich meine? Dann ist es aber ein ganz schön kleiner Raum hier. Hier eine Treppe. Da müsste ich vielleicht nochmal drei weitergehen. Und hier wäre dann die Säule. Und hier könnte ja schon Fenster rein. Okay, ja. Und dann wäre hier halt Schluss. Versteht ihr? Also, gut, dass ich nie ein Architekt werden wollte. So, und hier wäre dann der Fußboden, genau. Ach so, dann wäre hier die Höhe. Ah, dann wäre hier die Höhe höher. Ah, okay, dann wäre die Höhe da auch höher. Na, das wird eine Herausforderung beim Dach. Da freue ich mich ja schon drauf. Weil Fenster zweier Höhe. So, zu Beginn auf jeden Fall. Guckt mal. Und hier genauso. Oh. Ja. Schon. Irgendwie. Auf der Höhe ist der Fußboden. Hier müsste ich die. Die würde ich wegnehmen. Auf der Höhe ist der Fußboden. Müssen die hier also auch weg. Oh. Einer zu tief. Ja, geht ihr mal ins Haus. Hm? Ich muss auch nicht im Wege rumstehen hier. Aber ich brauche unbedingt Diamanten oder irgendwas zum schnelleren Arbeiten. Da habe ich mich bei Sky Factory gerade so dran gewöhnt. Also, wenn das hier rauskommt, kommt ja gleich noch was raus, nämlich Timoria im Praktikum. Habe ich mir so gedacht, mal ein bisschen Sky Factory zu spielen. Ja, also es macht mir auch Spaß, aber bei Agrarian Skies fand ich so schön, dass man so in der Reihenfolge vorgehen konnte, wie das Achievement Book das vorschreibt. Das ist jetzt bei Sky Factory nicht unbedingt gegeben. Könnte ich auch versuchen, aber. Schüler haben mir gesagt, das hört sich immer an, als würde ich aber sagen, wenn ich aber sage. Deshalb bemühe ich mich auch gerade um ein aber. Und habe den Faden natürlich jetzt verloren, was nicht so gut ist. Sky Factory habe ich was erzählt, aber eigentlich sollte ich das bei dem anderen Format Timoria im Praktikum machen. Könnt ihr ja mal reingucken. Wieso mache ich eigentlich plötzlich so viele Videos? Ich weiß auch nicht. Schon wieder? Sollte eigentlich hier... Wo ist denn meine Treppe eigentlich? Ach da, vielleicht soll ich es mal hier machen. Ganz schöne Verschwendung von Akazie. So, dann kommt man nämlich hier so nach oben. Und das sieht da natürlich ein bisschen doof aus, oder? Aber man könnte zum Bleistift hier nochmal einen Balken reinziehen. Ich wollte jetzt eigentlich das Treppenhaus nicht unbedingt vom Rest abtrennen. Soll so ein offenes sein. Wisst ihr, wie ich meine? Nur so hier hochgehen und da bin ich ja. Und dann gefällt mir das hier vielleicht
nicht ganz so gut, weil hier das ist so und hier das ist so. Ich sollte dann hier irgendwas draufstellen, wenn ich nämlich den Fußboden hier verunglimpfe. So. Huch, wo ist der durch mich durchgegangen? Dann sieht das wenigstens von hier. Ja, ich weiß auch nicht warum. Ich lasse das jetzt mal so, weil ich das so kann. Aber es sieht doch schon mal ganz cool aus. Hier habe ich also einen Raum. Ja, gut, da ist noch kein Dach drauf, ich weiß. Und dann wird das hier ein bisschen höher gemacht. Hier hinten ist der Abschluss. Dann mache ich das auch in Dreierschritten mit Balken dann. Balken. 1, 2, 3. Balken. Aber das habe ich vorne ja auch nicht gemacht. Und das geht auch nicht auf, weil hier sind es schon vier. Und es wird dunkel. Aber Moment. Ich nehme mal jetzt die Balken wieder raus. Wegen, weil vorne ist es ja auch nicht so. Guck mal. Man könnte natürlich, aber warum? Ich meine, es muss ja auch nicht symmetrisch sein. Gerade rede ich davon, dass ich so perfektionistisch und symmetrisch nicht mehr sein will. Und schon mache ich hier wieder einen auf Perfektionistin. Okay, die Folge ist schon wieder um. Ach du meine Güte. Ja, dann sage ich mal von hier, wo ich angefangen habe, aus der kleinen Hütte neben dem Bett. Ja, bis zum nächsten Mal. Hoffe, dass ich jetzt ein bisschen schneller aufnehmen kann und gute Nacht. Tschüss.